Die Volksschule ist gerade nach ihrem Um- und Neubau ein Synonym für moderne, praxisgerechte Architektur und damit ein wahres Schmuckstück in Wiener Neudorf. Dies gilt aber nicht nur für das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes, sondern natürlich auch für die moderne, richtungsweisende Pädagogik, die von den Lehrerinnen dieses Hauses betrieben wird. Ein Beispiel dafür führt uns von Wiener Neudorf TV heute wieder einmal hierher, um darüber in der Öffentlichkeit zu berichten. Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Heimatkundeunterricht der Integrationsklasse des dritten Jahrganges seit 2 Jahren durch Herrn Herbert Schwarz als Zeitzeuge ergänzt wird. Wir fragen jetzt die Frau Direktorin, Frau Marion Brandl, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Ja, also der Herr Schwarz ist vor 2 Jahren an unsere Schule gekommen, hat sich vorgestellt und hat mir erzählt, dass er eben hier schon in Wiener Neudorf geboren ist und dass er eine Mappe, eine Dokumentationsmappe erstellt hat über Bauwerke, über Geschichten von Wiener Neudorf, die auch sein Leben natürlich betreffen. Hat mir die gezeigt und gemeint, ob wir das in den Unterricht einbauen können oder ob das für die Kinder von Interesse wäre. Ja, jetzt ist es bei uns so, dass in der dritten Schulstufe die Kinder über den Heimatort und auch den Heimatbezirk lernen. Und Heimatkunde wird von den Klassenlehrerinnen betrieben. Und da versuchen wir uns natürlich immer wieder auch Leute ins Haus zu holen, die da mehr Bezug zu Wiener Neudorf haben, mehr Bezug zum Heimatort haben. Und so war das natürlich für uns sehr willkommen. Jetzt galt es dann, die Frage zu klären, wie schaut das aus, wenn wir uns schulfremde Personen, sage ich jetzt mal, ins Haus holen. Die arbeiten ja mit den Kindern, die müssen natürlich auch versichert sein, wenn irgendetwas passiert. Und da gibt es in Wiener Neudorf das Inklusionsprojekt, in dessen Rahmen wir den Generationendialog haben. Das ermöglicht uns Seniorinnen und Senioren, die in der Schule mitarbeiten, zu versichern. Sind über den Verein Inklusive Bildung versichert und können dann mit den Kindern arbeiten. Ja, und nachdem wir alles Formale geklärt haben, ist der Herr Schwarz dann mit den Klassenlehrerinnen in Kontakt getreten, hat ihnen das Konzept vorgestellt, was er ihnen zeigen möchte, dass er einen Wiener Neudorf-Rundgang mit den Kindern machen möchte. Und so ist das entstanden. Die Kinder sind begeistert. Wenn sie ihn irgendwo auf der Straße sehen, schreien sie schon, hallo Herr Schwarz, kommst du wieder zu uns? Und es ist einfach ein schönes Miteinander. Herr Schwarz, Sie stellen sich nunmehr seit 2 Schuljahren freiwillig als Zeitzeuge zur Verfügung, um den Kindern aus ihren Kindertagen und aus der Geschichte von Wiener Neudorf zu erzählen. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht dazu gekommen? Und welcher Jahrgang sind Sie, wenn ich Sie fragen darf? Ja, ich bin Jahrgang 1943 und daher 70 Jahre hier in Wiener Neudorf wohnhaft. Nun, wie hat es bei mir begonnen? Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich hier über mein Leben etwas schreibe. Ein Besuch aber in Wiener Neudorfer Archiv, da hat mich der Herr Janicek, das war damals der Archivleiter, mehr oder weniger ausgefratschelt und hat mich gefragt, naja, wie war es damals und wie war das? Naja, und da habe ich ihm gezählt, erzählt von damals. Na, und er schaut mich an und sagt, ja, Herr Schwarz, warum schreiben Sie das nicht für das Archiv? Sage ich, na, ich bin ein Handwerker, aber kein Schreiber. Ich habe nie geschrieben, lieber eine Stunde gearbeitet als eine Seite geschrieben. Na, aber es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe wirklich für das Neudorfer Archiv ein paar Seiten geschrieben. Der Herr Janicek hat das angesehen, hat es für gut befunden und hat es sogar veröffentlicht. Und damit war meine Neugier erweckt. Ich durfte im Wiener Neudorfer Archiv etwas stöbern und habe hier sehr viele Bilder, die mich an meine Jugendzeit erinnern, gefunden. Bei vielen Bildern hatte ich sogar Tränen in die Augen, denn es waren schöne Erinnerungen. Und damit ist es gekommen, dass ich dann ein Buch, 54 Seiten, geschrieben habe durch Hilfe des Computers.
und mit vielen Bildern ergänzt, die ich im Archiv gefunden habe. Und dieses Buch habe ich dem Archiv zur Verfügung gestellt und dann habe ich mir gedacht, naja, das könnte auch interessant sein für die Volksschule. Und habe der Frau Direktor Brandl eine Kopie dieses Buches zur Verfügung gestellt. Und so ist es dann gekommen. Nun, mein erster Auftritt in der Schule war noch etwas dürftig. Ich war noch unerfahren, ein bisschen Schwierigkeiten beim Sprechen. Naja, aber ich habe bei jedem Mal dazugelernt und es macht mir sehr große Freude, wenn ich die Klasse, wenn ich hier von meiner Jugend und von Wiener Neudorf erzählen darf. Also ich will euch recht herzlich begrüßen. Ihr kennt mich von voriger Woche. Vorige Woche haben wir besprochen von 1943. Ja, mein Geburtsjahr, wie es in Wiener Neudorf ausgesehen hat. Und heute wollen wir 4 Jahrhunderte Wiener Neudorf besprechen. Und hier in der Gartengasse sehen wir eingezeichnet, da war der Friedhof. Wenn ihr am Neudorfer Friedhof geht, seht ihr bei der Gedenktafel, aha, das war einmal da, jetzt ist es hier. Und wenn man jetzt schaut, da gibt es schon eine Straße. Das ist für uns wichtig. Ja, die Straße, da haben wir jetzt natürlich keine Straßen so wie heute, asphaltiert und mit Pflastersteinen. Das war einfach ein Feldweg. Das ist unsere Straße, wo jetzt da die Schule steht. Die Feldgasse, also wie die Schule gebaut wurde, hat diese Straße noch nicht Europaplatz geheißen, sondern Feldgasse. Schon im 12. Jahrhundert war Wiener Neudorf erwähnt und hat hier viele Geschlechter gegeben. Ja? Ich habe die Namen gelesen, sagt man nichts. Ein Name hat mir etwas gesagt, 1631, der Heinrich Killmann von Killmannsegg. Der ist mir gleich aufgefallen, denn wenn ihr in Marienzersdorf oben, in Hunaltischlössl, dann findet ihr diesen Namen auch. Wie war das? Ein viergeschossiges Renaissanceschloss mit Ecktürmen, ja, umgeben von einer Befestigung und einem Wasserfall, also einem Wassergraben. Naja, der Zeichner, der diesen Kupferstich gemacht hat, hat daher im Hintergrund gezeigt, aha, da Richtung Norden, da schaut man ein bisschen von Stephansturm raus. Also, dass der den richtig gesehen hat von Wiener Neudorf, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es ist eine Anregung, aha, da war Wien, der Stephansturm. Was man sehr wohl sieht, das ist der Wiener Berg und der Kahlenberg. Ja? So, was ist mit der Festung geschehen? In den Türkenkriegen fiel es den gelegten Bränden zu Opfer. Also da wurde Berchtesgadendorf, Wiener Neudorf, all diese Umgebungen von der Hauptstadt Wien vernichtet praktisch. Die Schlossmühle, die obere Mühle, die Frischhoffmühle. Wir sehen bereits das Griesfeld, Ziegelwerke. Aha, die ersten Ziegelwerke sind da schon in Neudorf entstanden. Und noch etwas fällt uns auf, die Laxenburger Flügelbahn. Ich weiß nicht, wer da draußen in den Kindergarten war. Das ist so ein Container-Kindergarten. Ja? Da waren früher die Gleise unten, da ist die Bahn. Ja, wieso ist denn da eine Bahn hingekommen? Naja, müssen wir auch wiederum denken. Der Kaiser, es war eine Monarchie, hat seine Residenz in Wien gehabt, Schloss Schönbrunn. Und Laxenburg war sein Sommersitz. Und damit der ganze Hofstaat leicht nach Laxenburg kommt und nicht die Schönbrunner Allee mit einem Pferdewagen rausfahren hat müssen, haben sie dann entlang der Südbahnstrecke in Mödling eine Abzweigung gemacht, die runterführt nach Laxenburg. Ja?
Kastanien sammeln. Im Herbst Kastanien sammeln, da hat man 20 Groschen gekriegt für ein Kilo. Solche Säcke haben wir gesammelt für die Fütterung der Wildtiere. Ja, da ist auf die Nacht fast keine Kastanie an der Straße gelegen. Das war üblich so. Schauen wir weiter. Die Gartengasse, der Biller, alles noch nicht da gewesen. Ja. Da sehen wir den Mödlingbach. Und den Teil werden wir dann später noch hören. Aber für mich war dieser Teil der schönste Teil. Ja. Wir sehen, in der Brauhausstraße, Mühlgasse, die ersten Häuser sind schon. Wir sehen die ehemalige Frischhoffmühle, da war dann die Firma Gubin mit Goldprägedruck. Der Kindergarten gibt es schon, ja. Das war ein wunderschöner Obstgarten und da habe ich 4 Jahre meine Ferienzeit verbracht. Ja, in der Früh hin, auf die Schafe aufgepasst, die habe ich da war der Schafstall, die habe ich müssen durch den Hof durch, da war dann ein Stückerl Garten, da habe ich müssen aufpassen, weil die Schafe haben gewusst, aha, in den Garten, da sind Leckereien, da hätten sie gern wollen rein, aber ich habe müssen schauen, dass ich da runter zum Bach komme, nicht? Da war die Kurve, die Biegung, das Tiefe, Kinderfreundeboot, die Brücke drüber, die Wehr, ja, und da in diesem Gebiet habe ich auf die Schafe aufgepasst. Zum Mittag habe ich es rein, bin ich heimgegangen, essen und Nachmittag bis am Abend war ich wieder mit meinen Schafen da in diesem Gebiet. Na ja, schauen wir weiter. Dieses Naturparadies, schaut, das war aus Holz gebaut, die Gubinwehr. Ja? Bereits 18. Jahrhundert, weil da war ja eine Mühle, durch den Garten ist der Mühlbach gegangen. Der Mühlbach ist erst wiederum da noch fast, wo die Gleise von der Bodlerbahn, da ist wieder reinkommen. Der Mühlbach ist er wiederum in den Mödlingbach rein. Das waren meine Freunde, der Wille, der Filler-Wille, der Gabriel Hanse, der Bale-Kalle, die Familie Kollersaar. Ja, sind alles Namen. Kollersaar war einmal ein Schulwart hier an der Schule. Nicht? Und jetzt habe ich euch so geschwärmt von diesem Naturparadies. Und da hat es in Wiener Neudorf am Gemeindeamt einmal ein Bild ausgestellt von einem Wiener Neudorfer Künstler. Das war die Gubinwehr. Also schaut, so eine schöne Landschaft war das einmal. Ja? Ich habe das fotografiert, verwendet es und das ist für mich eine der schönsten Erinnerungen. Aber mein Highlight kommt jetzt erst. Ich habe euch ja gesagt, ich war 4 Jahre meine ganzen Ferien hier in diesem Gebiet. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt, das erste Jahr, das werde ich nie vergessen. Ja? Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ich liege da, die Schafe sind recht brav, ich habe denen einen Vogel zugeschaut, denen Käfern. Und auf einmal sehe ich so knapp über dem Wasser einen Vogel flitzen, pusch, weg war er. In der Sonne hat der blitzt und glitzert wie ein Edelstein. Ja, was war das? Mein Großvater, meine Großmutter, keiner hat mir sagen können, was ich für einen Vogel gesehen habe. Was du schon wieder gesehen hast. Erst in der Hauptschule, da haben wir dann einen Klassenvorstand gehabt, den habe ich das erzählt und der hat mir ein Buch gegeben und da habe ich dann gewusst, den Vogel, was ich da gesehen habe, das war der Eisvogel. Und jetzt habe ich gewusst, aha, den Eisvogel habe ich gesehen. Und in dem Buch habe ich gelernt, jetzt ist es noch, das ist ja ein Vogel, der nicht im Baum Nester baut, sondern in der Erde eine Höhle gräbt. Da war ich nie drauf gekommen, dass es Vögel gibt, die in der Erde eine Höhle gräbt. Ja? 1 Meter tief in einer Böschung. Der frisst keine Körner und keine
Insekten, sondern der taucht ins Wasser runter und fängt sich einen Fisch. Ja? Und ich habe wirklich das Glück gehabt, in den 4 Jahren, wo ich da hier als Schafhirte war, diesen Vogel mehrmals zu beobachten. Ich habe ihn gesehen, ich habe sogar seine Höhle gefunden. Das war bei der Schöngärtnerei, die ist da ungefähr. Da war die Wand, das war so ungefähr 1,5 Meter hohe Sandböschung. Ja. Auf erst habe ich geglaubt, das ist ein Rotzenloch. Aber die Kotspuren haben mir gesagt, da drinnen wohnt der Vogel. Ja. Naja, und von den Ziegelwerken, es waren ja viele Besitzer, da ist der Heinrich Drasche, den Namen haben wir ja heute schon mal gehört. Ja. Heinrich Drasche hat da die Gutsverwaltung gehabt. Ja. Der Heinrich Drasche war ein sehr tüchtiger Unternehmer und der hat die Wienerberger Ziegelwerke gegründet. Und der ist sogar vom Kaiser 1870 geadelt worden. Er durfte den Doppeladler, das war das Symbol der Monarchie, verwenden. Heinrich Drasche. Und diese Ziegelwerke, die Wiener Ziegelwerke, die gibt es auch heute noch. Wenn ihr von Vösendorf nach Hennersdorf rauf hinfahrt, dann habt ihr auf der rechten Seite noch diese Ziegelwerke. Ja, gibt es heute noch. Ist letzte. Naja, und damit sind wir fast schon am Ende. Und ich möchte noch eine Kleinigkeit, das ist dieser Teil. Ja, stellt euch vor, in Wiener Neudorf war auch einmal eine Mutter-Groß-Veranstaltung. Ja, und zwar von 1954 bis 1959. Das hat geheißen die Hanauer Grube. Ja, war so ungefähr 5-6 Meter tief, war schon mit Bäumen verwachsen. Na, und das war ja die Zeit, wo die ersten Moped gekommen sind. Ein Zweigang, Buchmoped, das war ja damals eine Sensation. Ein Halleiner, ein Fuchsenetten. Ja. Also, wer ein bisschen was gefahren hat, ein Moped sich gekauft. Ich habe mir leider keins gekauft. Aber die Erinnerung an den Moped-Motorgross in der Hanauer Grube, das war einmalig. Dann schaut, wie begeistert die Zuschauer damals diesen Mopedfahrern zugewunken und Applaus gegeben haben. So, ich bedanke mich. So, die Stunde ist vorbei. Ich glaube, was ich gesehen habe, ist das ganz gut angekommen, was der Herr Schwarz heute hier vorgetragen hat. Ich hätte jetzt gerne ein paar Interviewpartner. Wer möchte denn? Der soll die Hand heben. Was hat dir am besten gefallen? Also der Eisvogel hat mir am besten gefallen mit seinen leuchtenden Farben. Also mir hat am besten mit der Schottergrube gefallen. Also mir hat es am besten mit der Schottergrube gefallen. Und die Bilder waren auch sehr schön und ich fand, es war einfach sehr toll. Also der Mödlinger Bach, der überschwemmt wurde, weil der Schnee im Winter geschmolzen ist. Und die Häuser halt überschwemmt waren. Mir hat am besten gefallen, wie der Herr Schwarz erzählt hat, wie er die Eisvögel beobachtet hat und die das Nest von ihnen gefunden hat. Der Mödlinger Wildbach und die Ziegelwerke. Ich heiße Tobias und am besten hat mir gefallen das Bild mit dem Moped Motocross, weil ich selbst ein großer Motocross-Fan bin. Und der Eisvogel hat mir auch ein bisschen gefallen. Mir hat am besten die Maulbeerallee gefallen mit den süßen Früchten. Und der Vogel, der Eisvogel. Unser nächster Punkt
Firma Palmers. Wir haben gesehen, bei dem Flugbild von Wiener Neudorf 1960, da war eigentlich die Firma Eumig. Ja? 1958 hat das begonnen und das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Schaut, da habe ich ein Bild mitgebracht. So hat dieses Firmengelände ausgesehen. Naja, und kann man sich vorstellen, dass hier 28 Autobusse in der Früh und am Abend gestanden sind und hier die Personen, die da in der Firma gearbeitet haben, zu ihren Heimstätten gebracht haben. Ja? Und zwar, wir müssen sich vorstellen, nach dem Krieg, viele Männer waren fortgefallen in Gefangenschaft, es waren viele alleinerziehende Mütter, die haben Arbeit gebraucht und da war die Firma Eumig ganz vorzüglich. Also hier waren in Wiener Neudorf beschäftigt 1721 Personen, davon waren 1262 Frauen. Wart ihr schon einmal am Kirchtag? Früher hat man gesagt Jahrmarkt oder Kirchtag. Ihr müsst euch ja vorstellen, früher war der Kirchtag etwas ganz Wichtiges. Die Verkaufsgeschäfte, die waren ja ganz klein. Hat man nur das Lebensnotwendige bekommen. Und der Jahrmarkt, der Kirchtag, hier hat man dann Heferln, Töpfe, Socken, Kleidungsstücke und so weiter bekommen. Die Badnerbahn, ja, 1886, also über 125 Jahre gibt es schon die Badnerbahn. Ursprünglich wurde sie gebaut, nicht nur für den Personenverkehr, sondern für den Frachtenverkehr. Warum Frachtenverkehr? Was war denn so Besonderes in Wiener Neudorf, dass man extra einen Frachtenbahnhof hier in Wiener Neudorf gebaut hat? Hm? Wer weiß denn das? Was war 1900? Die Ziegelwerke. Die Ziegelwerke, richtig. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, im ersten Jahr wurden 280.000 Fahrgäste befördert, aber 20 Millionen Ziegel, die hier in Wiener Neudorf produziert wurden und in Wien zu den Baustellen gefördert wurden. Sehenswürdigkeiten, die Dreifaltigkeitskapelle, eines der ältesten Bauwerke im Ort, ursprünglich eine Feldkapelle. Wir wissen, da herüben waren ja nur Felder. Ja? Schaut euch das genau an und wer kann mir als erstes sagen, wann wurde das gebaut? 1904. Schaut genau hin. Nein. Schaut einmal ganz genau. 1817, also fast 200 Jahre steht diese Kapelle schon. Ja, kann man sich das vorstellen? 200 Jahre. Zu meiner Zeit ist sie noch da drüben gestanden. Da war wirklich eine Versteigerung drinnen. Da hat es geheißen, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten und Zuschlag. Jetzt müssen wir hoch hinaufschauen, was steht denn da? Christophorus, Cardinalis de Migazzi, Anno Domini. Und das sind jetzt Buchstaben. Was ist denn das? Die römischen Zahlen. Habt ihr die schon gelernt? Nein? Na Gott sei Dank. Wir haben da das Pfarrhaus. Und wo der Auner ist, da war der Konsum. Wie schwierig die Zeit war. Und wir sehen hier, das sind die Gefallenen nur von Wiener Neudorf. Der Erste Weltkrieg, viele Namen, Grumpeck, Heredes.
Spredaritzko, ja, Riegler. Also viele Wiener Neudorfer-Personen, die gefallen sind. Nannte Schrebergarten. Und da hat es einen gewissen Ernst und Robert Herzfelder gegeben. Das waren die Besitzer von der Brauerei. Ja, sie sind Ehrenbürger von Wiener Neudorf. Eine Straße wurde, die Herzfeldergasse wurde nach ihnen benannt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Ersten Krieg, viele Männer gefallen, keine Lebensmittel. Und da hat diese Firma dieses ganze Areal aufgeteilt in Gartenparzellen und hat es den Wiener Neudörfer zur Verfügung gestellt. Sie haben auch Saatgut zur Verfügung gestellt, damit diese Personen ein bisschen etwas anbauen können und etwas zum Essen. Und zwar, ich möchte euch diese Kundmachung vorlesen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Über Auftrag der K&K Bezirkshauptmannschaft Mödling, oder weiß jetzt nicht, ob das K&K heißt, wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass das Betreten der Felder und Feldwege bei einbrechender Dunkelheit ohne gemeindeämtlicher Legitimation ausnahmslos verboten ist. Weiters wird aufmerksam gemacht, dass die militärische Flurwache, also ein Militär bewaffnet, von ihrer vorgesetzten Kommando die Weisung hat, gegen jene Personen, welche bei Feldfrevel oder Felddiebstahl betreten werden und den Anruf nicht Folge leisten oder Fluchtversuche unternehmen, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Der Bürgermeister Ludwig Fischer. Also kann man sich vorstellen, die Menschen waren so arm, sie wollten ein paar Kartoffeln stehlen. Vom Militär war eine Flurwache, die hatte von dem Kommando den Schießbefehl, wenn jemand nicht stehen bleibt, dass er schießen durfte, nur weil der Hunger gehabt hat und ein paar Kartoffeln gestohlen hat. So, ich weiß, jetzt bin ich eigentlich wiederum nur zweite Wahl. Die Enten sind wichtiger. Gehüpft bin. Und schaut, da seht ihr so einen feinen Sand, das ist der Schwemmsand. Darum haben wir das hier in Wiener Neudorf so. Wenn wir jetzt nach rückwärts sehen, sehen wir das Feuerwehrhaus. Naja, wir haben 1872 wurde die Feuerwehr in Wiener Neudorf gegründet. Und wie hat es damals ausgeschaut? Naja, da haben wir ein Bild von damals. Und zwar hat es damals geheißen Feuerhütte für Feuerlöschrequisiten. Ja, also da war die Dampfspritze. Man muss sich ja vorstellen, da hat es ja zum Teil noch gar keine Fahrzeuge gegeben. Da musste erst von der Firma Grumpeck von Pferde hergebracht werden, die dann diese Requisiten zum Brandherd gebracht haben. So, drehen wir uns um, dann sehen wir unsere alte Volksschule. Von 1874 bis 1967 haben hier da die Neudorfer Kinder ihren Unterricht gehabt. Vorne waren Klassenräume, der Schulwart Reiterer hat seine Dienstwohnung gehabt, das war das Konferenzzimmer. Drinnen ein kleiner Hof, ja, und rückwärts ein Schulgebäude. Schauen wir mal rein. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Schulhof. Also ihr seht, das ist schon ein bisschen bescheidener als wie die heutigen Verhältnisse. Das war ein neuer Zubau. Kann man sich vorstellen, dass einmal da ein Turnsaal drinnen war? Nicht? Das war unser Turnsaal und auch eine Klasse war drinnen. Und da waren dann die Klassenräume.
Und ich habe hier vom Archiv ein Bild von 1967, der Abschied von der Volksschule. Und wenn Sie schaut, das war der Direktor, der Herr Stur. Seine Gattin war auch dann Direktorin an der Volksschule Wiener Neudorf. Also der Name Stur ist sehr bekannt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen interessant. Wir haben ein Glück mit dem Wetter, ein bisschen kalt war es, aber gescheiter warm angezogen, als wir schwitzen in der Sonne. Ja, und wir gehen jetzt durch die Parkvorstadt wieder zurück zur Schule. Aber ich glaube, vorher gibt es noch einen ganz großen Applaus.